Hallo, ich begrüße alle Town & Country Partner ganz, ganz herzlich und wirklich gleich vorweg, Ihr Engagement und eure Unterstützung für das, worüber ich heute sprechen werde, ist ganz großartig. Mein Name ist Maria Furtwängler und ich engagiere mich seit fast 20 Jahren für die German Doctors. Die German Doctors haben mich von Anfang an fasziniert, weil ich dachte mir, welche Ärzte aus Deutschland fahren ohne irgendein Gehalt, noch dazu zahlen sie die Hälfte ihrer Reisekosten selber, in ein Gebiet, in ein Slum-Gebiet, in ein chronisches Notstandsgebiet und arbeiten dort mindestens 6 Wochen. Und das hat mich so interessiert damals, dass ich dachte, junge Mutter selber, das muss ich mir anschauen. Und da bin ich hingefahren und habe mir viele dieser Projekte seither angesehen. Unter anderem das, worum es heute gehen wird, das ist das Projekt in Kalkutta, wo ich mehrmals war. Es liegt mir sehr, sehr am Herzen, aber auch natürlich die anderen Projekte in Sierra Leone, in Bangladesch, auf den Philippinen, wo ich jetzt selber mit meiner Tochter was Kleines gegründet habe. Und das Spannende für mich war auch, das ist eine Organisation, die jetzt im Unterschied zum Beispiel zu Ärzte ohne Grenzen oder so, die nicht nur irgendwo hinfahren, was ja auch enorm wichtig ist, wenn eine Krise passiert, ein Erdbeben oder ein Krieg, und dann kaum ist das vorbei, wieder weggehen, sondern die German Doctors bleiben vor Ort. Sie bleiben vor Ort in diesen chronischen Notstandsgebieten. Also durch Ihre Unterstützung wird jetzt ganz besonders die Arbeit für Kinder in den Slum-Ambulanzen in Kalkutta unterstützt. Und da geht es ganz besonders darum, die Kinder zu impfen, was lebensnotwendig ist, die Kinder vor Mangelernährung zu schützen und überhaupt medizinisch zu versorgen. Natürlich kümmern wir uns dort um die Mütter auch, aber jetzt mit Ihrer großzügigen Spende können wir dort vor allem den Kindern helfen. Und mein Riesendank an die Partner von Town & Country und vor allem an die Town & Country Stiftung und für diesen riesen 6-stelligen Betrag 150.000 Euro. Das ist wirklich kein Pappenstiel und damit kann vielen Kindern in Kalkutta geholfen werden. Vielen, vielen Dank. Ja, Herr Davo, die Town & Country Stiftung engagiert sich ja sehr für Familien und Kinder in Deutschland. Was hat Sie denn dazu bewogen, jetzt auch in einen anderen Kontinent zu gehen? Ja, das ist richtig, dass die Arbeit der Stiftung auf Deutschland normalerweise begrenzt ist. Dass wir jetzt auf einem anderen Kontinent aktiv werden quasi, hängt damit zusammen, dass wir ja in Kontakt mit den German Doctors gekommen sind und darüber eben auch die Möglichkeit bekommen haben, außerhalb von Deutschland tätig zu werden. Und wie sind Sie aufmerksam geworden auf die German Doctors, auf Ihre Arbeit? Eigentlich durch mehrere Punkte. Also auf der einen Seite waren sie schon bekannt, so ein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite dann in dieser Stiftung. Ein bisschen. Also es war uns bekannt, aber keiner wusste genau, wo war es eigentlich her. Also so wie man bestimmte Dinge halt einfach irgendwann mal gehört hat. Mhm. Der zweite Punkt ist dann, dass natürlich in dieser Stiftungslandschaft man immer wieder Kontakt hat mit verschiedenen Hilfsorganisationen. Und den wirklichen Auslöser gab es dann aber über einen persönlichen Kontakt. Okay, und was war letztendlich ausschlaggebend, diesen doch sehr beachtlichen Betrag von 150.000 Euro den German Doctors für das Projekt in Kalkutta zu geben? Ja, also für mich waren das zwei Dinge. Einmal, dass wir dort das Gefühl haben, dass die Hilfe wirklich genau an dem Punkt auch ankommt, wo sie benötigt wird, eben mit so einer Impfdosis für ein Kind, ja, ganz greifbar auch. Und das Zweite ist, dass uns bei dem Verein, bei dem Projekt eben wirklich gefällt, dass da nicht nur einer irgendwas gibt, sondern dass eben ganz viele Menschen beteiligt sind, die ganz viel geben. Ja, eben auch die Ärzte, die da vor Ort sind, die ihre Freizeit, ihren Urlaub opfern und eben auch einen Teil ihrer Reisekosten selber tragen. Also haben da ein sehr, sehr gutes Gefühl und haben deswegen gesagt, jawohl, da wollen wir gerne auch mit 150.000 Euro unterstützen. Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön.